Ah, war das nicht schön? Wer kennt es nicht? Einen der herausragendsten Titel, die jemals rausgekommen sind. Überhaupt jemals in der gesamten Spielegeschichte. Und ich habe mir gedacht, dieses Intro muss man einfach mal wieder gesehen haben, weil es bei vielen so viele Erinnerungen war, ruft bei mir auch, weil es einer der einzigsten Zelda-Titel ist, die ich je durchgespielt habe. Und ich bin immer noch ganz stolz auf mich. Und ich werde es wieder schaffen. Ich freue mich drauf. Und jetzt habe ich ein bisschen was Interessantes für euch, und zwar kurz das, ja, wie soll man sagen, das Wissen über Zelda. Ich habe mir kurz was rausgeholt aus dem Internet, ich wollte euch mal kurz informieren. Das, was wir heute spielen, ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Die Kurzform dazu war früher T-L-O-Z-O-O-T. Und im Japanischen übersetzt, das versuche ich jetzt, heißt das Ganze Seruda no Densetsu Toki no Ocarina. Das ganze Spiel wurde am 21. November 1998 in Japan auf der N64 damals als allererstes veröffentlicht. Bei uns in Europa am 11. Dezember 1998. Es ist der offiziell fünfte Teil der Zelda-Reihe, war der erste Zelda-Titel in 3D, weswegen das wahrscheinlich auch einer der bekanntesten war. Und er gilt offiziell oder sagen wir mal eher inoffiziell bei vielen Menschen als eins der erfolgreichsten Spiele oder das erfolgreichste Spiel weltweit und hat mittlerweile, oder zu dem Zeitpunkt, wo dieser Wikipedia-Eintrag geschrieben wurde, hatte er mittlerweile 7,6 Millionen verkaufte Exemplare. Ich denke aber mal weit mehr, weil dieser Eintrag wird bestimmt dementsprechend ein bisschen alt sein. Ja, und jetzt starten wir einfach mal das Ganze. Übrigens als kleine Information, das Ganze nennen wir Let's Play Classics. Und das hier ist ein Wunsch von einem unserer Community-Mitglieder, dass wir auch mal einen Zelda-Titel spielen. Oder besser gesagt, ich einen Zelda-Titel spiele. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe mein kleines Männchen schon Link genannt. Oh, welche Überraschung. Muss ja auch natürlich sein. Und habe mit dem aber noch kein bisschen gespielt. Das heißt, ich hoffe jetzt mal, das Intro ist auch noch mit drin zu sehen. Also der Anfang der Geschichte. Bin jetzt leider in der Zelda-Welt nicht so bewandert, deswegen kann ich euch nicht viel dazu erklären. Deswegen lassen wir einfach mal alles auf uns wirken. Ja, es war einst in einem fernen Land, wie so viele Geschichten beginnen. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Gute Sache. Ja, jedem der Kukiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Ich denke, dass da unten rechts sind wir. Boah, wir bewegen uns. Wir leben noch. Ha! Das Spiel ist noch nicht vorbei. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Das werden wohl wir sein. Oh, wir frieren. Ja, ist auch kalt, so ohne Decke. Boah. Übrigens für damals überragende Grafik, ne? Damals die Verhältnisse. Ja, das sollte, soweit ich weiß, Ganondorf sein, der ewig böse, finstere Gegenpart zu Link. Entschuldigung. Navi! Navi! Wo bist du? Erscheine! Achso, ich muss drücken. Ja, das ist Navi. Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyruls zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass sich meine Kräfte nicht ausreichen, dunkle Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, ging. Finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber.
Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Fliege, Navi, fliege! Das Schicksal des Dorfes, gar das der gesamten Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Nochmal schön verlesen, klasse. Ja, und dann geht's dann auch schon los. Für die, die es nicht kennen, also ich fliege die Fee nicht, ja. Ich wäre auch jetzt nicht so gut, glaube ich, da drin. Das ist ja so, als ob du mit so einem Star Wars wieder durch die Gegend heizt. Ja, das hier ist ein kleines Dörfchen mitten im Wald. Wie gesagt, ich bin Zelda-mäßig überhaupt nicht bewandert. Das heißt, ich kann euch jetzt sagen, das werden wahrscheinlich die... Wie hieß die jetzt? Kokiri sein, aber... Das kann ich nicht sagen. Also es ist auch Jahre her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. Ich war froh, als ich es durch hatte. Ja, und wie man sieht, haben wir auch eine relativ blöde Fee abgekriegt. Ja. Ja. Naja, egal. Passt sie wenigstens zu uns. Ja, doof und doof gesellt sich gern, wissen wir. Mal sehen, was die so kann. Da ist sie! Ha! Da ist Navi. Ich nenne sie jetzt einfach mal Navi, weil es einfacher ist. Navi klingt immer so ein bisschen so... Ah. Klingt, als ob ich die französische Variante des Spiels spielen würde. Hallo, Link! Wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Gott, der Text ist so langsam. Link, wach auf! Bei uns ist immer noch kalt, so ohne Decke. Los, komm schon! Kackfliege da, geh weg! Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Ja, das bin ich, Mensch! Die kennen mich ja schon richtig gut. Die kannten mich damals schon gut, ne? Das Spiel ist ja rausgekommen, nachdem ich schon geboren wurde. Wahrscheinlich haben sie das meiste von mir abgeguckt. Oh, so, oh, er hat mal hingesetzt. Post. So, erzähl mal, Navi. Was geht, steht an? Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Hey. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Ja, hey, Navi, freu mich auch. Ich wollte schon immer ein Navi haben. Ja, fehlt nur noch das Auto dazu, aber ich glaube, in der Zeit gab es noch nicht. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Ja, jetzt wird's aber schon ein bisschen frech, ne? Das ist ja schlimm. Für so ein Navi, Navis sind nicht schön, wenn sie dir so befehlerische Töne geben. So, jetzt versuchen wir zu laufen. Ich denke mal, ich werde später noch die Konfiguration des Sticks ein bisschen anders machen, weil ich bin jetzt hinterlegen gewesen und habe alles aufs Steuerkreuz gesetzt. Ja, zur Steuerung. Wir haben eigentlich, müssen wir einen Stick benutzen, weil das ist der N64-Controller. Ich habe hier so einen Controller, der eher so PlayStation ist. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger und ich bin so doof gewesen, habe alles auf ein Steuerkreuz gesetzt. Ja, ansonsten kann man rollen, das Ganze. Man kann auch kämpfen und andere tolle, feixige Dinge machen, wenn man denn soweit ist, dass man überhaupt irgendwas besitzt. Deswegen natürlich Kicken Arm. Ja, guck, Kikiri Wald. Siehst du, ich habe mich nicht geirrt. Sehr schön. Ich wusste Bescheid, ne? Ich wusste von Anfang an, wo wir sind. Oh, guck mal, diese Laufanimation. Herrlich. Damals echt noch absolut geil, also episch. Aua. Guten Morgen, Link. Ja, das war's. Da hat uns ja viel erzählt, ne? Ja, versuchen wir mal hier runterzugehen, um uns den Hals zu brechen. Ach, guck mal, da ist ein Dinosaurier an die Wand gemalt. Ja, ich kann mir schon denken, dass es was anderes sein soll, aber egal. So, dir ist uns erstmal egal. Wir gucken jetzt mal ein Schild. Was steht denn da? Hier wohnt Link. Ja, dazu wir. Schön, wissen wir auch, wo wir wohnen. Hey, eine Fee. Ach so, Entschuldigung, ja. Endlich hast du auch eine Fee, Link. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Link. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst. Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ja, das weiß ich auch. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Das ist ja nett. Schön interessant, wie sie auch 10.000 Mal deinen Namen sagen, ne? Damit du im Endeffekt weißt, wie du heißt. So. Wir gehen jetzt aber noch nicht zum Dekobaum, denn ich bin ja so einer, der gerne erforscht. Ich habe noch etwas im Sinn. Ich habe ja ein adetisches Gedächtnis in Sachen Videospiele. Ich weiß nämlich, dass da hinten irgendwo ein Schwert auf uns lauert und wartet. Rip, da müssen wir nur hinkriechen. Jetzt muss ich gucken. Kriechen. Wo haben wir es denn? Ach, da. Okay. Das ist die gute Frage, wo es denn gebeindet ist, ne? Ja, dann kriechen wir mal, ne? Hier, dunkler Gang. Spinnen gab's noch nicht. Ja, früher matschige Texturen. Naja, was man halt matschig nennt, ne? Das war halt das N64. Leider kann ich es nicht besser darstellen. Ja.
Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Schön, dass Navi weiß, wo es lang geht. Ja, mit GPS ausgestattet, habe ich das auch erwartet. So, ich würde gern mal in die andere Richtung gucken. Ah, jetzt. Ja, hör auf zu gucken. Mensch. Oh Gott, da kommt ein Ball. Nein, da kommt Fels. Ah! Ich renne einfach mal ein Fels hinterher, kann nicht viel schaden, ne? Wo kommen wir denn hier raus? Ich weiß den Weg auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, guck mal, da ist eine Kiste. Vielleicht ist es das schon. Boah, ist ein bisschen größer als wir. Boah, reingekrochen. Und ah, da ist er weg. Ach nee, schade, er hat's geschafft. Ja, wir haben unser erstes Schwert, das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A im Ausrüstungsbündel aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Ich kenne ihre gut, bevor du deine Mission beginnst. Ist aber Hauptsache, wir sollten ohne dieses Kackschwert zum Kokiri-Baum gehen. Ne? Navi war mal wieder total nutzlos. Jetzt, wie komme ich? Ah. Oh Gott. So, wir sind hier im Menü übrigens. Das ist die Karte. Sehr übersichtlich. Gegenstände haben wir auch schon sehr viele. Und da ist unser Schwert. Ha! Und das hier ist später, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da zeigt uns hier noch Stücke an, was wir schon so alles gefunden haben. Und Musik. Und das da oben links hier sieht aus wie ein Gesicht von einem Creeper aus Minecraft. Aber das gab es damals noch nicht. Ne? Diesen Vergleich habe ich jetzt nicht angestrebt. So, na, pass jetzt auf. So, ich weiß, dass der Felsen gleich hinter mir kommt und ich... oh Gott, ich höre ihn, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, elegant sind wir da ausgewichen. Ich hätte mich mal interessiert. Ich wollte nach rechts weg. Ja toll, wegen Geld, natürlich. Aber wie immer, wegen Geld unser Leben aufs Spiel gesetzt ist, müssen wir jetzt... Ach, damn it! Na, egal. Ist ja nur ein Viertelherz. Na, kriech jetzt, kriech. Auf die Knie. Ja, wie man sieht, ich bin sehr gut in dem Spiel. Ich gebe mein Bestes. Kleine Information noch, also auch hier werde ich versuchen, wie immer, also wie immer ist gut, nach drei Videos kann ich ja schon sagen, wie immer, werde ich versuchen, wie immer, alle zwei Tage eine neue Folge rauszubringen. Wenn ich jetzt aber die Lust verspüre, heute das länger zu spielen, werden es auch erstmal zwei Folgen von Anfang an sein. Ja, bloß verzeiht mir, wenn sie nicht beide gleichzeitig geabt sind, weil meine Internetleitung so langsam ist, da wahrscheinlich eine Schnecke in einem Gartenschlauch schneller kriegt. Ja, zu dem Schwert, also wir können hier... Gott, ey, ich muss die Steuerung echt auf den Stick setzen. Wir können hier schlagen, ne? Können viele Leute mit Schwert haben, aber wir sind da besser drin. Und wir können auch das Schwert halten und dann machen wir so einen Drehmove, wenn es dann irgendwann mal kommt. Und damit spielen wir halt den Chagnos Roundhouse Kick. Los halt mit einem Schwert. Boah, dann wollen wir jetzt mal zum Dickebaum gehen. Oh, ich sehe da oben noch ein Diamantding, hätte ich scheiß gerne. Ja, ja, hier, da mal rüber, da mal rüber. Gott, sind wir gut. Ich glaube, der Genosse da hinten will auch noch was von uns. Also ich weiß nur, dass da einer ist. Ja, da ist einer. Und was erzählt uns der? Hey, du fehlenloser Versager. Was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Das wird dich ein Scheiß, Alter. Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee? Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Ja, du Inzestkind. Mein Gott, ey, wie der schon aussieht. Was muss ich da hören? Wie sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ja, siehst du mal. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Du hast auch kein Schwert, auch kein Schild. Mein Gott. Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet, siehst du mal. Ja. Aber das ist etwas anderes. Ja, warum? Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde. Naja, der... Fick dich. Lass mich da rein. Na, egal. Ja, wir sehen schon, sind alle sehr nett in diesem ultimativ freundlichen, fähigen Dorf. Ne? Also fähig vom wegen Fege. Ja, hast du kapiert den Wortsinn? Boah. Egal, wir suchen jetzt weiter Mogeten, Bares und Herzteile und... Oh, und für alle übrigens, die sich so ein bisschen ärgern, wenn ich alles immer abklappe, ich bin so ein Mensch, ich sammle gerne. Und ich sammle nicht nur gerne, sondern ich bin so einer, der sammelt einfach alles. Ich müsste jetzt mal... Hallo. Ich
Er hat gern die Sicht anders. Danke. Ja, hier, komm, zeig her. Nee, nach unten. Da will ich hier gucken. Ach, das geht da lang. Okay, gut. Ja, vorsichtig. Ja, ja, kannst ruhig loslassen. Trau dich, ist nur 2 mm dick. Oh Gott, die Steuerung ist echt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt die Steuerung vom N64. Oh Gott! Nein! Ich habe die Steuerung vom N64 ehrlich gesagt noch nie gemocht. Weil ich bin so total überfordert gewesen immer mit den Sticks und das dauert auch immer eine Weile, bis ich da präzise steuern kann. Und hier ist gerade mein größeres Problem, dass ich ja gar keinen Stick benutze, sondern Steuerkreuz. Was natürlich, oh Gott, natürlich ganz intelligent ist. Ja, komm, da will ich hingucken, da will ich mich... Ja, aber es läuft doch. Brauchen gar zwar eine Weile, aber es läuft. So, komm, wir sprechen. Ja, hallo! Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Ja, 2 Brücken, das war schon Hammer, ne? Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blickwinkel mit. Und nutze, um die Sicht zu genießen. Ja, ja, machen wir. Meier die ganze Zeit, funktioniert da super. Achso, ich soll jetzt wechseln. Ja, hier, komm da. Steht halt in your face. Oh, ist das schön hier. Oh, guck mal, die herrliche, die Aussicht. Oh, ist das nicht schön. Oh, guck mal, da ein Wasserfall. Boah. Boah, und der fließt einfach so im Fluss und der Fluss ging's hin. Ma, Mensch. Und da ist was ist das? Oh, guck mal, da Osterdrachen. Ja? Die kennt man aus irgendwelchen japanischen Vierteln. Immer ganz, ganz viele Leute unter Drachenkostüm. So, jetzt, wir haben genug geguckt. Ist fertig mit Reden? Sehr gut. Abrollen! Ja, guck mal, das ist perfekt. So, wir müssen ein bisschen sammeln, das weiß ich auch noch, weil so ein Deku-Schild ist nicht billig, ja. Das ist übrigens ein Holzschild. Und natürlich, wie man sieht, bin ich ja auch nicht von Bäumen und Wald umgeben, deswegen muss ich mir das ja für teuer Geld kaufen. Für teuer Münze, besser gesagt. Deswegen gucken wir jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das sollte eigentlich schon lang. Jetzt müssen wir gleich nur noch den Shop finden, wo wir das Ganze kaufen können. Und ich glaube, der war hier hinten. Gucken wir mal. Hier. Dick W. Oh, Dick W. Mido, Anführer der Kokiri. Nee, da war der komische Eumel da hinten. So, mein Timer quietscht auch schon gemütlich vor sich rum. Das heißt, wir haben die 20 Minuten schon wieder fast erreicht. Aber wir kaufen zuerst noch das Schild. Und zeigen das Mido. Und dann machen wir einen Cut und dann gehen wir zum Baum. So, schau zu mir herauf. Der will ich aber nicht. Ich hab eine Freundin, die war vorhin da. Die wollte auf mich warten. Lass mich hier rum. So, hier müsste eigentlich der Shop sein. Ja, da ist es. Perfekt, gut. Ja, komm her, Zwergnase. Willkommen! Wähle aus, indem du nach links oder rechts gehst. Ja, hier, wir wollen den Deku-Schild haben. 40 Rupien ist sehr schön, wir haben nicht genug Geld. Ja, ganz klasse, super vorbereitet. Last Hope, kannst du echt... Bin schwer beeindruckt von mir selbst, dass ich so gut vorbereitet kam. Dann wollen wir doch mal weiter. Hier, geh weg da. Hau ab. Alter, ich schaff das auch nicht hier koordiniert zuzuschlagen. Doofes Schild da. Ja, komm ich. Früher konnte man die doch kaputt machen. Was ist denn da los? Ja. Ja, jetzt müssen wir Geld sammeln. Ja, heutzutage geht das ein bisschen schneller. Setz dich 2 Sekunden auf den Strich und dann hast du die Kohle zusammen. Früher war das ein bisschen anders. Ja. In einem Land, wo Kokiri rumwurschteln, da muss man Geld verdienen, indem man Sträucher kaputt haut und durchs hohe Gras läuft. Mensch, das ist ja auch realitätsgetreu. Egal, wir wollen ja das Spiel nicht runter machen. Es ist ja trotzdem ein schönes Spiel, das muss man sagen. Es ist ein schönes Spiel. Ja, von der Steuerung ist nicht unbedingt mein Ding, aber da war es, wie gesagt, noch nie. Und ja, vielleicht sollten wir doch gleich... Cut schon so machen, weil irgendwie kriege ich die Kohle nicht so zusammen, wie ich will. Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wie gesagt, Steuerung ist nicht ganz meins, aber es ist trotzdem geil und es ist, wird von der Story auch noch schön und nervig. Manche Stellen erinnere ich mich jetzt schon, oh Gott, habe ich die gehasst wie die Pest. Manche waren auch echt friemelig, aber das Geile ist, man freut sich bei diesem Spiel, wenn man fertig ist, wenn man es geschafft hat. Freut man sich wie blöd und genau das werde ich auch tun und ihr werdet auch zum Schluss, wenn ich es geschafft habe, wird es einen Freudentanz meinerseits geben, dafür, dass ich es dann wieder geschafft habe. Wenn ihr nicht vorher sagt, weiß was, lass auch kommen, lass die Scheiße sein,
auf dazu spielen. Spiel lieber was anderes, weiß ich nicht. Spiel mit Kartoffelfiguren zu Hause. Alleine in deinem Keller, aber lass es sein, weil du kannst das nicht. Bin ich gespannt, ob das irgendjemand sagt. Ja, vielleicht, wer weiß. Ne? Jetzt habe ich die Leute auf die Idee gebracht, sowas zu sagen. Oh, guck mal, hier ein Stein. Sehr schön. Sag mal, der wird doch irgendwo hier Kohle geben in den Scheißkauf. Was ist denn das? Ich brauche Geld. Geld. Alter, das Spiel ist daran schuld, dass die Aufnahme so lang dauert. Was soll denn das? Was war da? War da Geld? Nee, ist irgendwo. Oh. Diese komische Tussi da, die vor meinem Haus wartet. Ja. Wer weiß, was das ist? Wer weiß, was Ding ich so alles vorhat, ne? So mit kleinen Jungs und so. Ja. Manchmal denkt man sich auch so, da hätte man vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen anders denken sollen früher. So, gucken wir mal, ob hier hinten was ist. Ja, das sieht zumindest lange aus. Oh, ist ein Stein. Sehr schön. Stein bringt uns kein Geld. Ich kann auch hier nicht hoch. Ja. Nachteil an den Spielen früher war, man konnte irgendwie nicht springen. Man konnte nur springen, wenn man irgendwo runtergerannt ist. Man konnte nie springen, wenn man irgendwas machen wollte zum Springen. Also springen halt wie springen. Boah, jetzt werde ich das anders machen. Ich renne jetzt hier noch eben schnell. Ich will ja die Aufnahme eigentlich auch irgendwann cut mal. Soll auch nicht so lang dauern. Soll euch ja auch nicht die Flatrate von euren Handys wegziehen. Ja, komm. Nee, kriech. Ja, so. Auf die Knie, du Sau. Ich werde jetzt gucken, ob ich hier drin jetzt noch mal ein Steinchen finde. Wir brauchen nur noch zwei Rubine. Und dann machen wir auch einen kurzen Cut. Danach holen wir uns das Schild und gehen auf unsere heroische Reise. Jetzt rischt's. Hat uns da irgendwie noch keiner gesagt, wohin, ne? Nur zu diesem komischen Baum. Oh! Da! Ach, Gott sei Dank. Ja. Da kommt ein bisschen Geld. Ja! Wir haben genug zusammen. Und wieder raus. So. Und am Ende des Tunnels. Bück dich, du Sau! Ja. Am Ende des Tunnels machen wir unseren ersten Cut. Und dann werden wir weitersehen, wie es weitergeht, wie dieses heroische Abenteuer endet. So, da sind wir auch wieder. Unser kleiner Link, unser Held mit Navi. Das Betriebssystem 2.0. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Ich freue mich, wenn ihr euch die nächste Folge auch noch anguckt, weil da geht's ja dann mit Spannung, Spiel und Spaß wieder weiter. Man hat ja gesehen, wir haben hier Tongen an Gegnern und Ewiges getötet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss.